Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Aretha Franklin, Amazing Grace. Das ist eine Dokumentation über eine der größten Künstlerinnen, die es in der Menschheitsgeschichte jemals gab. Und nun gut, wie genau die Dokumentation selbst geworden ist, erfahrt ihr in der Besprechung von Eva und Max. Ja, Max Ott sogar in dem Fall, der ist seit längerem auch mal wieder mit dabei. Die Besprechung hat zwar schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber ist gerade jetzt tagesaktuell. Freut euch drauf, wird ein großer Spaß. Weiter geht's mit dem Film Als ich mal groß war. Und das ist ein Film, den hat sich der liebe Florian für uns genauer angeguckt und hier ein Solo aufgezeichnet. Das ist eine ganz faszinierende Ausgangssituation. Hier werden wohl irgendwelche Kinder mal kurzzeitig ins Erwachsenenalter geschickt. Viel mehr weiß ich dazu noch gar nicht. Weiteres erfahrt ihr vom Flo. Und zu guter Letzt hört ihr dann noch, wie uns die Dokumentation Campo gefallen hat. Eine Dokumentation, von der ich gehört habe, dass sie recht philosophisch ausgefallen ist. Das waren zumindest Andys Worte, der sie diesen Film für uns vorab als Pressescreener gegeben hat. Der liebe Max hat ihm dazu noch ein paar Fragen gestellt, Max Rauscher in dem Fall. Und daraus ist eine interessante Besprechung geworden. Hört sie euch an, hinterlasst uns Feedback, unter anderem auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau das tun. Denn ihr wisst, Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters und hilft uns vor allem, noch ein bisschen besser zu werden. Wir sind weiterhin der vermutlich einzige deutschsprachige Audio-Podcast, der nahezu alle Kinostarts in Deutschland bespricht. Darauf sind wir ein bisschen stolz, das ist unser Alleinstellungsmerkmal und dafür betreiben wir auch sehr viel Aufwand. Wir würden uns freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen und einfach mal zu hören, ob sich dieser Aufwand aus eurer Sicht gelohnt hat. Ebenso würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewerten wollt auf zum Beispiel Apple Podcast, auf Füt, auf podcast.de, auf Facebook, auf Google und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Wenn ihr uns da bewertet, tauchen wir in irgendwelchen entsprechenden Charts auf und das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man den Telestammtisch noch ein bisschen unter das Volk streuen möchte. Teilt uns, liked uns, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Wir haben euch lieb und wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich habe die Freude, mit Eva zusammen den Film Amazing Grace von Aretha Franklin zu besprechen. Er kommt am 28. November in die Kinos, ist ab null freigegeben, dauert 89 Minuten und es geht eben um ein Konzert von Aretha Franklin. Die Regie hat offiziell Sidney Pollack, aber da gibt es noch mehr zu erzählen über den Film später, wie er entstanden ist oder wie er in die Kinos kam. Es wurde 1972 gedreht und da steht Aretha Franklin im Zenit ihrer Karriere. Doch nach 20 Studioalben inklusive 11 Nummer 1 Hits beschließt die Queen of Soul, zu ihren musikalischen Wurzeln zurückzukehren. In der Missionary Baptist Church in Watts, Los Angeles, gibt sie zusammen mit dem Southern California Community Choir und der Gospellegende Reverend James Cleveland ein Konzert und lässt einen Mitschnitt für das Album aufnehmen. Das Ergebnis Amazing Grace ist bis heute das meistverkaufte Gospelalbum aller Zeiten. Festgehalten wurde das Konzert von einem Filmteam unter der Regie von Sidney Pollack. Aufgrund technischer und juristischer Schwierigkeiten wurden die Aufnahmen jedoch nie öffentlich gezeigt. Erst jetzt, 47 Jahre später, erstrahlt der Film erstmals auf der großen Leinwand. Das haben wir zusammen gesehen, liebe Eva. Ja, wie, danke. Hallo, grüße dich. Anto. Erzähl, wie ging es dir dabei während des Films? Ja, wir waren ja zusammen im Kino und waren, glaube ich, beide sehr angetan. Ja. Kann man sich da bei dir nichts geändert hat. Ja, es war eine kleine Zeitreise und wirklich, ich fand es sehr angenehm, dass es eine Doku war, wo eigentlich nichts kommentiert wurde. Also man kann es wirklich wirken lassen. Also erstmal so kurzer Gesamteindruck, sehr, sehr schön, sehr, ja. Ich habe es auf keinen Fall bereut, mir den angeschaut zu haben. Ja. Ja, ging mir auch so. Also es war wirklich, man hat sich so nach 1972 zurückversetzt gefühlt, also ohne dass ich da aktiv in einer Baptistenkirche in Los Angeles gewesen wäre damals, aber einfach dieser Spirit und ja, die Art und Weise des Miteinanders und des Lebens und auch der technischen Möglichkeiten und auch des künstlerischen Anspruchs fand ich wirklich ziemlich, ziemlich beeindruckend. Absolut. Schön, dass man es so gelassen hat. Also dann in die Kameraeinstellung, die halt mal brauchen, bis bildscharf wird oder so. Dann einfach, es hatte was Reales, also einfach was Authentisches, fand ich echt ganz schön. Ja, absolut. Und die Musik natürlich auch, also wenn man Aretha Franklin mag, sowieso. Also es waren jetzt nicht von ihr irgendwelche Hits oder bekannte, so sehr bekannte Songs. Aber ich war echt, also ich höre die ja seit Jahren und
liebe sie sehr. Also das, ich war echt, ich habe beim zweiten Lied, glaube ich, sogar geweint, weil ich so ergriffen. Also, ja. Ja, also bei mir ist immer das Zeichen, wenn ich einseitig Gänsehaut bekomme, dann ist es extrem gute Musik und es ist mir auch zweimal richtig, nur einseitige Gänsehaut hat sich aufgestellt. Was nee, ist einseitige Gänsehaut? Naja, dass nur auf dem linken Arm und in der linken Gesichtshälfte ich eine Gänsehaut bekomme. Ja, also wenn's gut ist, beidseitig und wenn es sehr gut ist, einseitig. Also das ist echt erstaunlich. Die rechte Gehirnhälfte lenkt ja die linke Körperfunktion, oder? So ist ja, genau, das ist da irgendwie verkrennt. Wahrscheinlich, genau. So wird es sein. Oh Mann, ja, und wir waren ja auch mit verschiedenen anderen Kritikern im Kino und ich fand es irgendwie ein bisschen nervig, dass der eine Kollege immer gelacht hat, wenn eben das Bild irgendwie dezentriert war oder eben manuell scharf gestellt wurde. Und das fand ich irgendwie schade, weil das fand ich gerade beim Film so schön, dass er wirklich, ja, also wirklich mit einfachsten Mitteln gedreht wurde und du dennoch Zeuge von so einem außergewöhnlichen Konzert, von so einer außergewöhnlichen Konzertstimmung und natürlich auch Kulisse. Ja, also da hat mich eben überhaupt nicht gestört. Also ich fand es richtig schön. Also es war wie wenn man in so einer kleinen geheimen Kiste so einen Schatz entdeckt und irgendwie Zeuge wird. Also man ist mittendrin, weil eben so viele, ja sag ich mal, Fehler vom Filmen drinnen sind. Ja, also hat ja auch selten so was Unverfälschtes. Und ich finde es schön, wenn man auch nicht so tut, als würde es um die Kameratechnik gehen. Mhm. Es geht halt einfach um die Musik und die war da und wie. Und dann, genau, fand ich es auch ganz gut, dass man dann eben auch nicht immer so dieses Perfektionistische dann in die komische Richtung hat, sondern einfach sich auf so einen Inhalt konzentrieren kann. Ja. Ja, und wie gesagt, auch das Miteinander und diese ganze Ansprache von dem Typ, der das gemacht, der das Konzert quasi geleitet hat, fand ich super. Genau, dieser Reverend James Cleveland, also ein witziger, humorvoller Mensch, der also auch eine Seele hat und eine, ja, also eine Freude, das ist wirklich wahnsinnig toll anzuschauen. Und auch der Chorleiter, den fand ich auch großartig. So ein junger, dünner, der da also auch mit voll dabei ist. Ja. Man kann den Film eigentlich gar nicht spoilern, oder? Also, weil es ist einfach ein Konzertmitschnitt und es passierte jetzt auch nichts Außergewöhnliches, außer dass im letzten Drittel, aber der steht auch im Abspann, da ist sogar eine Besetzung noch zu lesen, im Abspann steht Mick Jagger und der ist also sage und schreibe wie lange, vielleicht 15 Sekunden im Bild, einfach nur als kleines Blitzlicht, wer da zu den erlauchten Gästen in dieser Kirche gehört hat. Der Schlagzeuger von den Stones, wo mir jetzt Asche auf mein Haupt der Name nicht einfällt. Aber genau. Er steht aber auch. Dass der dann nicht ablenken konnte, sondern dass es einfach trotzdem bei Aretha Franklin blieb. Und ich fand es auch schön, also ich wusste am Anfang gar nicht so genau, was mich erwartet. Ich dachte eher, es ist also so eine Art Doku über ihr Leben, also mit Handlung. Mhm. Ja, ja. Aber. Also so, wie gesagt, es war keine Sekunde langweilig oder irgendwas. Es war einfach eine schöne Reise und ich fand es auch gut, sie mal in einem anderen Licht zu sehen. Also ich hatte ein anderes Bild von ihr. Ich wusste zum Beispiel jetzt auch nicht so unbedingt, dass sie religiös war oder gut, das kann man natürlich sehen, wie man will. Ich habe jetzt mit Religion persönlich nicht so viel am Hut, aber einfach dieses Echte und wie denen das wichtig ist und was sie damit auch verbinden. Also das ist auch ein durchaus politischen Aspekt hat und wo die Religiosität so herkommt. Auch eben bei Schwarzen, die vielleicht eine gemeinsame Geschichte verbindet in Amerika, weil halt wirklich zu der Zeit dann vielleicht viele Großeltern oder Eltern keine schöne Zeit hatten noch und diesen ganzen Rassismus noch ganz hart erleben mussten. Mhm. Und deswegen halt auch so gelächzt haben nach so einer Hoffnung oder so einem Gemeinschaftsgefühl und dass man das einfach so gut nachvollziehen kann und dann ganz anders irgendwie Religion so einordnen und irgendwie auch wertschätzen kann als das, was es den Leuten eben gibt, ja, wo ich jetzt irgendwie beim weißen Mittelstandstyp das hat für mich Religion immer so ein bisschen Verlogenes oder denke ich mir, das ja, so aufgesetzt, geheuchelt, ja. Und oder so. Also ist jetzt so, schwingt halt oft so mit, ja, so eine Religionskritik. Aber da fand ich das auch wieder was anderes, wie das wirklich Menschen einfach, ja, auch so ein Gemeinschaftsgefühl als Grundlage hat. Und ja, genau. Also ich finde, es spielte sehr viel mit und man konnte ziemlich viel beobachten und eben nicht nur in Anführungszeichen Konzert. Also echt
Nee, also das Drumherum war halt einfach toll. Also die Kulisse auch mit diesen, ja, da kann man einfach, das muss man einfach nur wahrnehmen. Also diese Malereien in dieser Kirche an der Wand oder der Chor, einfach dieser abgefilmte Chor. Also der hat mich also wirklich 90 Minuten absolut fasziniert und amüsiert. Waren auch Charaktere dabei, also. Ein lieber Herr Gesangsverein, wie die da in ihren Stühlen da einfach sitzen und wirklich voll den Gospel raushauen, aber sie stehen nicht oder machen irgendwelche Choreografien dazu, sondern die meisten sitzen einfach total entspannt in ihren Stühlen und singen. Finde ich wahnsinnig schön. Also es ist auch eben wirklich in dem Falle kein Konzertfilm mit einem tosenden Publikum und so weiter. Keine Ahnung, wie viel werden da gewesen sein, vielleicht 150 Leute in dieser Kirche. Also wirklich eine ganz kleine, behüteter Raum. Es wird auch gezeigt, dass eben der Film respektive das Album, also es ging ja in erster Linie darum, dieses Album, das ja der Bestseller von allen Gospelplatten der Welt ist, aufzunehmen. Und das ist halt einfach nochmal so ein Dokument, wie eben wirklich diese Stimmung und das Licht und die allgemeine Situation zu diesem Gospel-Album ist. Also wie gesagt, ich bin kein Gospel-Liebhaber, deswegen habe ich die Gospel-Lieder von Aretha Franklin auch nie gehört. Aber ich denke, für alle, die in irgendeiner Form ein bisschen in Richtung Gospel auch tendieren, die werden natürlich da einen wahnsinnig tollen, ja, Zusatz haben. Also zu sagen, Mensch, wow, jetzt sehen wir auch die Bilder, wie dieses Album aufgenommen wurde. Und ich finde das auch eine ziemlich gute Entscheidung, das live aufzunehmen mit Publikum. Das ist einfach, da gehört es halt hin, so zu den Menschen. Also das ist einfach, brauchst im Studio, das wäre irgendwie aus dem Leben gerissen, so, ja. Absolut. Ja, das war auch das, was Aretha im Interview gesagt hat, dass ihr das super wichtig ist, dass das in einer Baptistenkirche live aufgenommen werden soll, weil sie eben bis dato nur Studioalben gemacht hat und ich glaube, sonst auch nie ein Live-Album gemacht hat. Also es war für sie auch so eine Art, ja, ein Versuch oder auch ein Bedürfnis. Weil spannend fand ich eben auch, ich wusste auch nicht, dass sie irgendwie Tochter eines Baptistenpriesters ist. Also auch ihr Vater tritt dann irgendwie auf und hält eine glühende Rede auf seine Tochter. Also irgendwie, mich hat es immer wieder ergriffen, gepackt über die Qualität, also die echte Qualität von den Musikern, von der Musik und eben auch von diesem, ja, es menschelte doch sehr. Ja, nee, eben, ich wollte auch keinen Vater erwähnen. Das fand ich auch so, Ja. dieses Vater-Tochter-Ding ist auch echt witzig und irgendwie rührend gewesen. Ja. Ja. Ja, also ich glaube, ich würde dann auch zur Bewertung kommen. Oder hast du noch was? Nee, ich glaube, ich habe alles losgeworden, was mich gefreut hat an dem Film. Genau, also wirklich Menschen, die da voll mitgehen und wirklich die Emotionen sieht und da nichts gestellt oder abgesprochen oder so groß ist. Ja, also ich habe den Film sehr genossen, die Doku, und für alle Aretha Franklin-Fans oder Freunde echt, finde ich, ein Muss. Also auf jeden Fall. Und also ich würde 4,5 von 5 Punkten geben. Absolut, ja. Würde ich genauso tun, weil die Hauptdarstellerin war brillant und es war noch nie so ein authentischer Dokumentationsfilm von einem Konzert in einer Baptistenkirche gemacht. Und auch mutig eigentlich. Ja. Ja, absolut. Okay. Ja, wunderbar. Dann Eva. würde ich mich schon verabschieden. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Flo und ich darf heute meine erste Solo-Besprechung hier an euch bringen. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Und heute rede ich über den Film Als ich mal groß war, der am 28. November 2019 in den deutschen Kinos starten wird. Als ich mal groß war, ist eine Mischung aus Dokumentarfilm und Komödie bzw. Drama. Was Mischung jetzt genau heißt, das werde ich euch gleich natürlich mehr erzählen. Der Film dauert 85 Minuten, hat eine Altersfreigabe von 6 Jahren und wurde von den beiden Filmemachern Lilli Engel und Philipp Fleischmann inszeniert. Für Engel und Fleischmann ist es tatsächlich der erste Kinolangfilm. Engel hat ja in der Vergangenheit öfters mal Regie bei verschiedenen Kurzfilmen und Kurzdokus geführt und hat auch mal Drehbücher zum Beispiel für die ProSieben-Show Galileo Mystery geschrieben. Und Fleischmann hat sich bis dato vor allem an Trailern ausprobiert
Und auch er war mal für ProSieben tätig. Vielleicht hat der ein oder andere ja die Joko und Klaas Show Zirkus Halligalli mal verfolgt. Dort gab es mal, also ich kenne es auch nur von YouTube, da gab es aber auch mal ein Format, das nannte sich Betrunkene schreiben Drehbücher. In diesem Format geht es im Prinzip darum, dass das Kamerateam, in dem Fall war es glaube ich, auf den Straßen von Köln unterwegs war, an Karneval, und dort Betrunkene aufgegabelt haben. Und diese Betrunkenen haben dann im Studio ja mehr oder weniger selbst eine eigene Geschichte inszeniert. Und diese Geschichte wurde dann im Prinzip für Zirkus und Halligalli von Joko und Klaas eben ja filmisch mehr oder weniger dargestellt. Kann man sich mal auf YouTube angucken, ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Und also mich hat zumindest zum Lachen gebracht, ist jetzt vielleicht nicht der Humor von jedem, aber ich fand es ganz cool. Und ja, so ähnlich funktioniert es dann tatsächlich auch in dem Film, Als ich mal groß war. Die beiden Regisseure haben nämlich die drei Kinder Lukas, Marius und René über mehrere Jahre begleitet. Lukas und Marius sind beste Freunde und sind bei der Berliner Jugendfeuerwehr tätig. Und ja, denen ist auf jeden Fall klar, was sie später mal werden wollen, nämlich auf jeden Fall Feuerwehrmänner. Doch vor allem möchten die beiden natürlich auch ein Leben lang miteinander befreundet sein. Und Lukas hat außerdem noch einen anderen Wunsch. Seine Sandkastenliebe René aus Stuttgart, die möchte er natürlich später auch mal heiraten. Also was Kinder eben so denken. Genau, und dieser Part, was ich euch gerade erzählt habe, das ist der dokumentarische Part. Also das heißt, das sind reale Kinder, die da halt begleitet werden in ihrer frühen Kindheit. Ja, wie alt werden die da sein? Ich glaube so 10, 11 ungefähr, hätte ich jetzt mal geschätzt. Genau, und das ist wie gesagt der dokumentarische Part. Und aus diesem dokumentarischen Part und aus den Zukunftsvorstellungen, die die Kinder da halt auch teilweise von sich geben, entspringt dann mehr oder weniger dieser fiktive Teil. Und hier sind auch drei Schauspieler dann im Einsatz, nämlich einmal Konstantin von Jascherow, einmal Sebastian Schwarz und einmal Isabel Polak. Und diese drei spielen halt die Kinder, die halt dokumentarisch begleitet werden, dann später in ihrem Erwachsenenalter. Und wir als Zuschauer sehen dann im Prinzip die Erzählung der Kinder im dokumentarischen Teil und sehen dann in eingespielten Sequenzen, ja, wie diese Ideen der Kinder dann halt filmisch von den drei Schauspielern umgesetzt werden. Ja, das ist natürlich in erster Linie schon ziemlich lustig, mal mit anzusehen, weil Kinder natürlich auch eine ganz, sag ich mal, unrealistische Vorstellungen davon haben, wie so die Zukunft aussehen kann. Und dann ist es halt schon ziemlich lustig, wenn wir zum Beispiel sehen, wie Lukas und René in ihrer übergroßen Traumvilla wohnen und dort Tennisplätze haben und weiß ich nicht was, mal ein sehr, sehr prolliges Leben leben und entspringen aus diesen kuriosen Gedanken, sage ich mal, dann natürlich ganz interessante filmische Szenen. Und hier muss man auch ganz klar sagen, dass die schauspielerischen Leistungen von Jascherow und auch von Schwarz und Polak mich auf jeden Fall überzeugt haben. Also Konstantin von Jascherow, den kenne ich noch als, ich sag mal, als einzige positive Erscheinung in der doch leider sehr grässlichen Netflix-Serie Dogs of Berlin. Da war von Jascherow doch der einzige, der da so ein bisschen herausstechen konnte. Genau, also schauspielerisch machen die drei das schon sehr, sehr gut. Und ich finde auch in einzelnen Sequenzen funktioniert auch dieses Konzept ganz gut, was sich die beiden Regisseure da überlegt haben. Für mich trägt das allerdings nicht unbedingt einen Film von 80 Minuten, weil das Problem ist halt, dass dieses Konzept dann nicht konsequent durchgezogen wird und man als Zuschauer gar nicht so richtig weiß, welchen Mehrwert diese fiktiven Einschübe dann jetzt doch irgendwie am Ende haben. Und es dann doch zwischendurch im Film leider auch zu Momenten kam, wo ich mich dann auch wirklich gelangweilt habe. Ich sag mal, die Geschichte der Kinder, die ist natürlich auch in Ordnung. Allerdings dürfte diese Geschichte jetzt auch keine allzu großen Begeisterungsstürme auslösen, sage ich mal, ohne jetzt groß spoilern zu wollen. Es geht natürlich um Freundschaft, es geht natürlich um Jugendliebe, wie ich ja auch gerade schon erzählt habe. Und es geht natürlich letztlich auch dann darum, dass man die Welt als Kind natürlich dann irgendwie doch ganz anders sieht als Erwachsener und dass man vielleicht auch andere Werte irgendwann hat. Ich meine, jeder von uns wird das wahrscheinlich kennen, dass man in seiner Kindheitsphase Freunde hatte, die man heute nicht mehr hat. Und da ist es in dem Film natürlich dann schon ganz gut zu sehen, wie dann vielleicht auch
solche Werte, die man als Elfjähriger hat, dann vielleicht später mit 16 nicht mehr hat, weil der Film springt nämlich auch noch zwischen den Zeiten hin und her. Das heißt, wir sind nicht nur bei den Kindern im Alter von, ich glaube, ja, wie gesagt, 10 oder 11, sondern wir sind dann auch noch mal ein paar Jahre später, wo die drei dann schon in der Pubertät sind und sich da dann noch auch einiges geändert hat. Das alles wird hier in dem Film natürlich kommentarlos, wie es sich eben auch für eine Dokumentation gehört, erzählt, dürfte aber letztlich ja jetzt nicht unbedingt ja was Neues für die meisten sein, denke ich mal. Ja, und wie gesagt, ich möchte mal auf dieses Konzept eingehen, was den Film ja letztlich dann doch irgendwie ausmacht. Also ich denke, das Konzept hat auf jeden Fall viel Potenzial, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich denke allerdings, dass es, um auch nochmal auf diese Joko und Klaas Shows zurückzublicken, dass dieses Konzept vor allem dann funktioniert, wenn man von wirklich schrägen und wirklich unrealistischen Szenarien ausgeht. Und ich glaube, dass dieses Konzept auch nur als, ich sag mal, als Diskrepanz irgendwie funktioniert. Und jetzt in Als ich mal groß war, da sind halt diese Momente, die erzählt werden, leider zu selten wirklich richtig schräg, sage ich mal. Da hätten sich auf der einen Seite natürlich die Regisseure Lilly Engel und Philipp Fleischmann durchaus mehr trauen können, beziehungsweise am Ende muss man natürlich dann auch die Frage stellen, ob diese Geschichte der Kinder nicht einfach zu, ich sag mal, zu langweilig war, um halt dieses Konzept darauf anzuwenden. Ohne jetzt den Kindern da natürlich nahe treten zu wollen, aber ich sag mal, manchmal ist das Leben dann vielleicht doch gar nicht so spannend, als dass man da jetzt eben so ein Konzept darauf anwenden könnte. Ja, deswegen muss ich leider sagen, hat das für mich leider nicht so richtig funktioniert, wie es wahrscheinlich funktionieren sollte. Wie gesagt, für so einen 10-12-minütigen YouTube-Spot von Joko und Klaas gebe ich mir das super gerne, lach mich da echt kaputt, aber für so einen 80-minütigen Film habe ich mich da leider doch ziemlich schwer getan. Ja, und so bleibt am Ende, ich sag mal, eine nette, aber keinesfalls ausgefallene Beobachtung von drei, ja, stinknormalen Kindern im Prinzip. Ja, und der Versuch, eben einen Konzeptfilm daraus zu machen. Wie schon gesagt, Potenzial ist auf jeden Fall da. Allerdings finde ich, hat das jetzt hier in diesem Kontext leider nicht so richtig gepasst. Genau, und damit komme ich jetzt auch schon zu meiner Bewertung. Ich würde dem Film am Ende, ja, ich sag mal, zwei von fünf Sternen geben, weil letztlich die Schauspieler doch wirklich gut sind. Also man merkt schon, die ganzen Leute, die an dem Film mitgearbeitet haben, die hatten da wirklich auch Spaß dran und hatten da auch Lust drauf. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die beiden Regisseure, ja, dass es auch für die natürlich nicht einfach war, diesen Film da irgendwie durchzuboxen. Deswegen will ich da auch relativ gnädig sein, weil die Idee wirklich nett ist. Ich finde, für so einen Erstversuch, ohne das jetzt herabwertend nennen zu wollen, finde ich, für so einen Erstversuch ist das dann doch ganz okay geworden. Wie gesagt, ich glaube, da ist Potenzial dahinter. Und wenn man vielleicht noch so einen kleinen anderen Kniff findet, kann man mit diesem Konzept eventuell in Zukunft auch die Kinos und die Kinofilme neu und anders beeinflussen. Also ich denke, in erster Linie werden sich Kinder, die vielleicht jetzt auch noch nicht allzu viele Filme geguckt haben, werden sich mit dem Film mit Sicherheit anfreunden können, werden da mit Sicherheit Spaß haben können. Und ich glaube auch Leute, die sich vielleicht mal für diese neue Idee des Filmemachens interessieren, die sich da vielleicht auch Inspiration holen wollen, ja, für die ist das sicherlich auch ein nettes Werk. Ist ein Film, der keinem wehtut am Ende, aber leider halt auch kein Film, der wirklich hängen bleibt. Ja, und das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, ich habe mich hier gut geschlagen bei meinem ersten Solo und bei meiner ersten Filmvorstellung, die ich alleine abhalten muss. Vielleicht bin ich ja beim nächsten Mal wieder in Gesellschaft. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, ihr könnt mir und meiner Seite natürlich auch folgen. Ich nutze das jetzt mal hier für so ein bisschen Eigenwerbung. Auf www.popcornundnachos.de schreibe ich mit einem Kollegen, mit dem Mike, der auch hier schon zu Gast war beim Telestammtisch. Schreiben wir Filmkritiken und haben auch einen eigenen Podcast, den ihr auch bei Spotify und bei den üblichen Verdächtigen findet. Das ist der Popcast Popcorn und Nachos. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, aber schaut natürlich auch beim Telestammtisch vorbei. Abonniert, liked und macht mit und schreibt uns einfach, wenn ihr Ideen habt, worüber wir noch sprechen sollten. Beteiligt euch auf jeden Fall. Da freue ich mich, da freut der Andi sich, da freuen sich alle vom Telestammtisch. Genau, und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das gerade hört. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ja, hallo, liebe Telestammtisch-Zuhörer. Heute ist wieder ein München-Special. Und zwar geht's um einen Militärstützpunkt. Da stehen wir Bayern drauf.
Mein Partner virtuell links und rechts ist der Andi. Grüß dich, Andi. Guten Abend, hallo. Und du hast den Film gesehen im Stream? Yes, ich habe einen Pressestream zur Verfügung gestellt bekommen, netterweise. Ja, ich habe ihn nämlich nicht gesehen und ich bin hier sozusagen als das kleine neugierige Eichhörnchen auserkoren, das jede klitzekleine Frage stellt, die ja, den Film, die Dokumentation betreffend interessant sein könnte. Ja. Für euch, liebe Zuhörer. Ja, Andi, um was geht's? Dann schaue ich mal, ob ich dir den Film schmackhaft machen kann. Ja, bitte. Ich brauche unbedingt noch eine Dokumentation. Ja, es ist eine portugiesische Doku von dem Regisseur Tiago Hespania, wenn man ihn so ausspricht. Der kommt am 28. November in die deutschen Kinos. In welche Kinos, frage ich mich noch, also in kleine Programmkinos würde ich mal behaupten, dauert 100 Minuten circa und ist, denke ich mal, ab 12 freigegeben. Ich habe jetzt keine FSK gefunden, aber würde ich mal einschätzen nach der Sichtung. Ja, auch die anderen Seiten zeigen hier keine FSK an, aber dass er in Farbe ist. Ja, das ist wahr. Ja, gut, und um was geht's? Ja, wie du schon gesagt hast, ist Campo der Name eines Militärstützpunktes und zwar dem von der größten Militärbasis Europas und die ist irgendwie außerhalb von Lissabon. Mhm. Ja, was geht's? Also erstmal um diesen Militärstützpunkt. Man sieht also Soldaten irgendwelche Schießübungen machen und irgendwelche Einsatzmanöver probieren und so. Das ist aber alles ganz versponnen mit irgendwelchen anderen Szenen, wo irgendwelche Leute, also irgendwelche Imker zu sehen sind oder auch hier Ornithologen ihre Vögel beobachten und sie benennen und ihre Rufe analysieren und so. Dann noch ein paar Schafhirten und man sieht viele Schafherden durch die Gegend laufen und so. Okay, warum? Und es ist alles so hin und her geschnitten und ja, es ist keine, ich würde das gar nicht als klassische Doku bezeichnen, sondern eher so, ich weiß nicht, wir haben ja diesen Begriff auch schon öfter besprochen, aber es ist für mich eigentlich so eine Arthouse-Doku. Okay. Denn es gibt einen Erzähler, aber der erzählt keine Handlung oder so oder nicht irgendwelche Abläufe, die da passieren oder irgendwelche ja, Sachen, sondern der erzählt die ganze Zeit in so einer ganz stoischen Ruhe, erzählt er erstmal über die Schöpfungsgeschichte und über die Prometheus-Sage und so. Und das ist halt relativ losgelöst. Aha, okay, klingt super esoterisch. Genau, ja, sehr, sehr philosophisch auch. Dann gibt's halt noch irgendwie Geschichten über einen Astronauten, der das erste Mal das Universum, die Erde aus von dem Universum aussieht. Mhm. Dann gibt's noch eine Geschichte von irgendeinem Schaf, das, ich glaube, bei der ersten Ballonfahrt an Bord war oder so, keine Ahnung. Okay, ja, das Schaf kennen wir alle. ja, ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit M. Eben. Naja, also wie gesagt, und es ist erstmal, da muss man natürlich erstmal reinkommen und man merkt dann bei manchen Szenen mehr oder weniger die Intention dahinter, also was es dann symbolisch zueinander passt. Es gibt zum Beispiel eben diese Bienenschwärme bei den Imkern, die dann irgendwie in Close-ups gefilmt werden. Währenddessen erzählt er eine Geschichte über ein Königreich, in dem jeder Bewohner halt irgendeine Aufgabe hat und das tut, ohne zu wissen, was seine größere Aufgabe ist oder was er eigentlich genau macht, welches Rädchen er in dem gesamten Ding ist. Und dann wird es halt teilweise zwischen diesem Bienenstock und den Soldaten so hin und her geschnitten. Und dann kann man sich schon denken, was er damit meint. Okay. Aber das sind da ganz viele Themen drin. Also dann gibt's noch, ja. Ja, was hat das alles mit einem Militärstützpunkt zu tun? Also die in dieser Prometheus-Sage zum Beispiel ist ja dann auch irgendwie die Story, dass die Götter die Menschheit irgendwie aus Langeweile geschaffen haben. Und man sieht halt öfter mal auch auf der Militärbasis, wie diese Soldaten halt irgendwie einfach mal mit einem Laster aufs Feld fahren, dann stehen sie da eine Zeit lang und dann stehen sie da halt eine Zeit lang. Und dann sagen sie, sollen wir zum Tower zurückkehren? Ja. Also es ist irgendwie, passt es echt lose dann teilweise zusammen. Ich fand es teilweise schwierig, aber auch ganz witzig, okay, das so ein bisschen zusammenzufügen. Also
Ich weiß nicht. Ist es eigentlich jetzt mehr, also okay, man schaut die Dokumentation und im Normalfall ist man danach schlauer, ne? Ist es hier ja auch so der Fall oder war es einfach nur ein bisschen, keine Ahnung, 100 Minuten lang Erleben für die Sinne und man hat aber eigentlich nichts gelernt? Genau. So ungefähr. Klingt das nämlich. Also deswegen, es ist keine Doku. Es ist keine Doku, wo die erzählen, wie es da in diesem Militärstützpunkt abläuft. Also die stehen um 6 auf, machen ihr Morgentraining und gehen dann um 6 ins Bett. Keine Ahnung. Oder irgendwelche anderen Sachen über, man lernt ein bisschen was über diese Vögel. Man lernt ein bisschen was über Bienenzucht. Da ist dann zum Beispiel auch eine nette Geschichte, dass man mittlerweile wegen Bienensterben mechanische Bienen entwickelt hat, die einerseits eben die Arbeit, die Bestäubungsarbeit machen, die aber auch militärisch eingesetzt werden können. Und dann hast du auch wieder diese Intercuts mit dem Militär und so. Also es war schon alles interessant, aber ja, wie du gesagt hast, es ist keine klassische Doku, wo du halt über ein Thema was lernst. Das ist eigentlich nur so ein, also ich fand es teilweise spannend, aber schon auch sehr zäh und diese Szenen sind teilweise sehr lang. Man sieht eine Minute lang, wie jemand einen Baum fällt. Dann, ja gut, okay, dauert ja auch meistens länger als eine Minute. Ja. Ja, und dann, das ist auch noch ein guter Beispielsatz irgendwie, dann fragt ihn dieser Regisseur oder der Kameramann halt, wie alt der Baum ist. Dann sieht man noch gefühlt eine Minute, wie er die Baumringe zählt. Da sagt er halt 70 Jahre oder so. Und dann fragt ihn der Regisseur noch, und wie lange hat es jetzt gedauert, den zu fällen? Und dann sagt er halt so, 2 Minuten. Hm. Und solche Sachen kommen da ganz oft, wo du dann denkst, oha. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist der Andi denn ein sehr spiritueller Mensch oder doch eher so im Hier und Jetzt? Ja, also ich muss sagen, ich fand es teilweise interessant, aber es waren halt so viele verschiedene Deutungen und Interpretationsansätze, dass ich jetzt halt nicht sagen könnte, worauf er genau hinaus will. Das ist eher so eine Art Meditation über die Schöpfungsgeschichte und den Sinn von Leben und Tod und so. Und also ich habe da schon manches auslesen können, aber ich fand es ehrlich gesagt, auch diese Erzählstimme hat mich nach einer Zeit ein bisschen eingelullt. Ich bin, glaube ich, auch 1-2 Mal kurz eingenickt. Na gut, okay, das ist aber sehr verständlich dann. Ja. Ich meine, das Thema ist anscheinend nicht sehr actiongeladen. Und na ja, gut, wenn dann der Erzähler anfängt, ein bisschen zu säuseln, dann ist Ende, ne? Ja, hast du denn irgendwas mitgenommen für dich, was du jetzt anders machen wirst im Umgang mit Bienen oder Schafen oder den Sternen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen wieder ein bisschen interessierter an griechischer Mythologie. Mhm. Werde da mal ein bisschen reinschauen. Ja gut, das ist aber dann doch schon mal was. Ja, ja. Ich meine, da gab es vor kurzem mal auf Arte, glaube ich, oder bei Amazon Prime eine Doku über die ganze griechische Mythologie und die habe ich mir dann auch reingezogen. Zwar freiwillig. Ja, egal. Das ist jetzt was anderes. Ja, ich fand's spannend. Ich weiß nicht genau. Also, wenn man da richtig Bock drauf hat, dann ist der, glaube ich, schon gut. Also, ich meine, da gibt's schon viele Parallelen zwischen diesen philosophischen Texten und dem, was gezeigt wird und so. Und es ist schon echt interessant. Ich war ein bisschen überfordert teilweise, aber Mai, dadurch, dass wir jetzt darüber sprechen mussten oder wollten, habe ich dann halt einfach noch ein bisschen länger drüber nachgedacht und fand dann im Nachhinein sind mir Sachen eingefallen und hier, was das sein könnte und so. Deswegen hat der schon, also der Film hat mir jetzt keinen großen Spaß gemacht, sage ich jetzt gleich mal raus. Es ist einfach ein Film, wo du danach vielleicht ein bisschen drüber sinnieren kannst und so. Ist es vielleicht so, als würde man in eine Ausstellung gehen, von der man nicht genau weiß, was einen erwartet? Genau. Okay. Ja, ja. Das habe ich mir auch gedacht. Wie wenn du durch so ein Museum gehst oder eine Ausstellung von einem Künstler und bei manches spricht dich halt an und du denkst dir, das könnte der meinen, das macht jetzt Sinn für mich, auch wenn es das vielleicht ganz anders meint. Und bei manchen stehst du davor und denkst dir so, Ja, ja. Mal gucken, ich kenne leider von den anderen Sachen, die der Macher der Doku gemacht hat, gar nichts. Oh, ich habe jetzt auch gar nicht geschaut, was der sonst so gemacht hat. A Fabrica de Nada. Da geht es anscheinend um, keine Ahnung, fußballspielende Fabrikarbeiter, laut Plakat. Wäre ich jetzt aber schon gespannt, ob der auch so philosophisch ist. Naja, wahrscheinlich, keine Ahnung, Fußball ist ja auch eine Philosophie. Ich glaube, in Portugal auch sehr beliebt. Ja. Man kann das schon auch metaphorische Texte drüber vorlesen dann.
Aber ich dachte halt wirklich, dass da Militär. Man sieht hier sehr viel Militär auf den Seiten. Und dann das Weltall. Das sind so die Bilder. Ja, es gibt nämlich auch noch, Astronomen, so Hobbyastronomen, die dann auch noch mal irgendwann im Feld stehen und sich die Sterne anschauen mit einem Teleskop und dann auch noch abdriften in irgendeine philosophische Diskussion, ob man denn jetzt als Mensch oder als Stein glücklicher wäre. Okay, das kann ich natürlich ganz klar beantworten, da ich ja von Eva auch als Stein bezeichnet werde und gleichzeitig Mensch bin, weiß ich, dass man als Stein sehr viel ruhiger lebt. Ja, also wie gesagt, dann ist das ja schon mal eine Szene für dich, wo du daran ansetzen kannst. Ja, ich bin definitiv die Teamstein. Ja. Ja, und was man, glaube ich, noch sagen kann, also was mich jetzt auch noch natürlich interessiert hat am Anfang, denn der Film geht ganz interessant los, da sieht man, also optisch meine ich jetzt rein optisch, sieht man so ein paar Fallschirmspringer, die da so komplett auf weißem Hintergrund, also halt, weil der relativ kontrastreich anfangs ist und dann ist auch die Titeleinblendung sehr stilvoll und die Musik auch ganz, ganz toll und so. Und dann dachte ich, vielleicht wird das jetzt ein visuelles Fest so ungefähr. Aber das muss ich sagen, das zieht sich nicht durch den ganzen Film. Das ist am Anfang und vielleicht nochmal ein, zwei Mal passieren da irgendwelche Bilder, wo du dir denkst, oh, das ist aber ein schönes Bild. Aber sonst ist es schon sehr, ja, dokumentarfilmmäßig. Die Interviews. 0815. Ja, fand leider wirklich so. Also schade. Ja, das ist schade. Meistens gibt es ja dann bei den eher esoterischen Dokus dann wenigstens vernünftiges Bildmaterial, beziehungsweise vernünftig im Sinn von hervorstechend oder herausragend. Ja, es ist halt wirklich nicht. Ist hier leider auch nicht, oder wie? Ja, nicht so. Also man kann es jetzt nicht. Ich will das jetzt auch nicht. Es ist vielleicht eher, also ja, man kann eigentlich zu allem von dem Film eher sagen, es ist interessant. Also du hast dann auch einen kleinen Jungen, der in der Nähe von diesem Militärstützpunkt wohnt mit seiner Mutter und der wird auch interviewt, spielt Klavier und bla bla. Dann merkt man halt, dass sie das schon mitkriegen, das Geballer nachts und so, das hört man da halt irgendwie, bla bla. Und dann sieht man irgendwann mal so eine Szene, wie er mit dem Mund halt einfach so Schießgeräusche macht und darüber sieht man dann Nachtbild, Standbildaufnahmen von irgendwelchen wilden Tieren und die werden immer zu seinen Piu-Piu-Geräuschen geschnitten und so. Und dann dachte ich, also das war auch so, es war interessant, aber es waren halt keine, ja, wie anfangs. Eine Anhäufung von Kunstfilm-Episoden. Ja. Naja, ich glaube, das reicht jetzt auch. Ja, naja, wie viele Kinos werden den zeigen? Wahrscheinlich, keine Ahnung. In größeren Städten, wenn du da ein, zwei findest, dann glaube ich, war es das. Ja, das fand ich halt schade, dass er jetzt seit einem eben visuell ist auch nicht, fand ich zumindest jetzt nicht so greifend war, weil dachte mir, vielleicht wäre das noch ein ganz guter Kifferfilm oder so. Dass wenn du dir halt irgendwelche krassen Bilder, die dann mit diesen philosophischen Texten verschwimmen und dann da voll verspult irgendwie, aber dafür fand ich dann die Bilder dann doch zu gewöhnlich irgendwie. Ja, dann doch lieber das Ende von Kubricks 2001. Genau. Wer sowas sucht. Ja, letzte Frage, die obligatorische, für wen ist das der richtige Zeitvertreib? Ja, also vielleicht für Philosophiestudenten oder auch Philosophieinteressierte, verkopfte Menschen, die einfach da Lust dran haben, sich jetzt dann vielleicht, es gibt da, glaube ich, weiß nicht, ich habe keine Rezension bisher gelesen, ob es da jetzt halt irgendwie eine eindeutige Deutung gibt oder so. Für mich war das halt echt einfach ein Ansatz, den man da bekommt, wo man sich selber einfach ein bisschen Gedanken machen kann. Ja, wenn man da. Könntest du jetzt ein bisschen Pioniergeist entwickeln und deinen eigenen Ansatz als Erster im Netz. Die erste Rezension zum Film. Ja, nee. Ich glaube, das wäre etwas konfus. Ja, aber vielleicht. Ja, wenn du magst, eine Wertung darfst du auch abgeben von 1 bis, ja, wir wissen es, 5. Nimm mal 1 bis 5. 5 Hirsche, die von einem Jungen auf dem Klavier mit Piu-Piu-Geräuschen erschossen werden.
Das ist echt sau schwierig. Also ich fand das Schauerlebnis an sich jetzt halt echt ein bisschen zäh, aber ich denke mal, eben für die Zielgruppe ist es vielleicht das Höchste. Ich habe keine Ahnung. Hm. Für mich war es halt so Mittel. Ja, das ist es immer bei Dokumentationen. Ich gebe dann nie Wertungen ab, weil ich keine Ahnung habe, ob andere Leute genauso drin sind. Eben, bei Dokumentation ist eh schwierig. Wenn das Thema ihn interessiert, ist es vielleicht gut, schlecht, keine Ahnung. Und bei dem Film ist es halt nochmal schwieriger, weil ich jetzt nicht der größte Philosoph bin und nicht weiß, wie deep und wie passend und sonst was es ist. Ich fand es aber durchaus wirklich ein paar Bilder und ein paar Text-Bild-Kombinationen haben mich dann doch irgendwie gecatcht und fand ich dann irgendwie interessant. Ich würde dem zweieinhalb, wie sagt man, Mittel. Zweieinhalb, so die klassische Mittelwertung, die 2,5 halbe. Genau. Und das ist halt wirklich Geschmackssache. Naja. Oh. Na gut, wunderbar. Dann ist dieser Film jetzt sozusagen auf Band und oder die Besprechung auf Band. Ja. In meinem alten Magnetbandstudio. Wenn ihr lieben Zuhörer die Möglichkeit habt, den Film zu sehen, dann können wir uns ja gerne mal darüber in den Kommentarspalten austauschen. Genau, das würde ich eh immer sehr gern machen. Weil dazu ist dieser Film, glaube ich, sehr gemacht, dass man sich darüber austauscht, was der tiefere Sinn hinter dem Film ist. Ja, bitte, jeder Kommentar darf dazu Stellung nehmen. Haben wir nichts dagegen. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, gut. Oh, gut. Okay, dann Andi, wünsche ich dir jetzt mal einen schönen geruhsamen Feierabend. Ja, jedenfalls. Und wir hören uns dann. Ja. Jetzt schaue ich mir richtigen Action-Geballer an. Ja, mach das. Tu das. Viel Spaß dabei bei Michael Bay. Danke. Marathon. Okay, bis denn. Alles klar. Ciao. Servus.